Ja, das ist der Grund, warum ich eben nicht auf den League of Legends Frankreich-Account gehen wollte. Also wer auch immer da arbeitet, es hat auf jeden Fall eine eindeutige Mission. Man könnte sagen, die Mission hat Hand und Fuß. Das finde ich jetzt aber auch wieder jetzt. Das ist sehr diffamierend einfach. Oh mein Gott, der ganze League of Memes-Subreddit geht einfach nur um ein Thema. Boah, Geist, was machen wir hier denn? Wir brauchen. Oh, warte mal, wir haben 0 AP-Damage. Boah, ist das ein AP-Damage-Angle? Boah, ich hätte so Bock, mal wieder Nidalee zu spielen. Es wäre so dumm, Nidalee zu spielen hier. Gerade gegen Teemo auch. Was wäre ein guter AP-Jungler-Angle? Elise. Es ist Zeit für die Spinne. Ja, ich hätte. Das Ding ist, Zavin, ich hätte auch mega Bock auf Nida. Aber Nida ist so ein böser Safe-Lose. Es ist so ein böser Safe-Lose. Also, ich bin halt wirklich nicht effizient mit Nidalee. Nida ist halt so ein Full-Tank-Top draufgepickt, dann wären wir echt am Arsch gewesen. Ich glaube, Elise ist schon gut, ja, aber ich muss definitiv gefeedet werden. Liegt am Skillshot? Ja, Elise hat ja zum Glück keinen Skillshot, ne? Ich meine, Red oder Blue Smite? Ich weiß es nicht. Red. Kommen die invaden? Das ist Teemo's Support. The fuck? Yo, Ei, wie sehr ist der Buchstabe Y? Besonders kann man mit den Buchstaben Kuchen backen. Hey, haha. Wow, Buddy. Du hast die echt tiefgründigen Fragen parat. Also ja. An sich ist Ei vor allem durch seine Rolle in der griechischen Algebra besonders. Und im Vergleich zum Rest des Alphabets hat es den Vorteil, gleichzeitig sowohl Vokal als auch Konsonant sein zu können. Jetzt zu deiner Kuchenidee. Theoretisch könntest du ein Backblech in Form eines Y benutzen oder mit Frosting ein Y auf deinen Kuchen zeichnen. Aber ja, mal ganz ehrlich. Du stehst scheinbar mehr auf Bäckereien als das echte Rundleder. Geh lieber eine Runde Schach spielen oder sauge jeden Staubmückenpopel aus deinem Teppich. Da hast du mehr Freude dran. Musste mal gesagt werden. Manchmal ergibt es einfach keinen Sinn. Midlane Gank, Level 3, nein, hier passiert nichts. Ist das ein Invade? War das eine Gwen Jungle? Der hat doch safe mit Lee Spot gestartet und ich gebe da jetzt einen dicken Invade mit, weil ich bin einfach ein Meta-Jungler. Nein. Nein, die kann man nicht einflashen. Und ich hatte kein Smite. Ich bin so traurig. Ah, ich verpiss mich schon, alles gut. Oh. Wir könnten was machen hier, maybe. Nein? Also ich gehe da noch rein. Ah, hier ist aber Warded drin, scheiße. Diven wir die jetzt? Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was für ein grausamer Dive. Heilige Scheiße, I don't wanna talk about it. Grenzwertig. Für meine Standards gut. Für andere Standards grenzwertig. Ne? Alles eine Geschmackssache immer. Ich muss mich auch ein bisschen konzentrieren mit ihr. Ansonsten gibt's noch mehr von den Aktionen. Ich bin ja Early Game stark, das heißt, ich muss mich halt mal komplett umgewöhnen, wenn ich nicht Master Yi spiele. Ich muss zumindest ein bisschen jetzt im Early Game proaktiver spielen. Deswegen muss ich ein bisschen mehr aufpassen, dass ich jetzt zum Beispiel hier direkt mit dir helfe. Du bist aber schon da, ne? Anscheinend nicht. Botlane kommt nicht helfen, richtig? Richtig. Aber no way, das hier jetzt noch was. Oh mein Gott. Yeah.
Oh, Silo. Ey, ich bin in Auto-Attacks. Limau. Mein Stun hat's actually geregelt. We could do more here. She's weak as fuck. Boom! Der Botlane-Squad. Das ist ja ein Gigastomp hier, ja. Und nur wegen der Spinne. Meine Freunde, nur wegen der Spinne. Oh boy. Oh. Immer ein bisschen weiter nach hinten. Ulten mit dem. Elise gibt Step on mir eine andere Ebene. Wieso? Weil sie 8 Beine hat. Ich möchte nicht, dass Elise um mich steppt. Das ist eine fucking Spinne. Das ist ein bisschen dieselbe Diskussion wie bei Briar, muss ich sagen. Oh wow, Lukas einen Minion gekriegt. Oh, da geht ja gar nichts. Gehst du da rein? Oh, da dive ich aber nix. Ich ist Level 8. Das verstehe ich jetzt nicht ganz, warum du da geblieben bist. Wie würde eine Unterhaltung zwischen Ornn und Meister Yi aussehen? Oh, da hätten wir ein kniffliges Duell zwischen dem rechtschaffenen Schmiedegott und dem unbeugsamen Wuju-Krieger. Das ist korrekt. Meister Yi, bewaffnet mit seinem heiligen Schwert, was im Hause von Ornn himself geschmiedet wurde. Ist das so? Dieses Gespräch wäre legendär. Meister Yi, es ist mir eine Ehre, dich zu treffen, Schöpfer meines unübertroffenen Schwerts. Ornn. Ei, deine Anwesenheit beleidigt meinen ruhiger Bergfried nicht. Dein Handwerk ist respektabel. Meister Yi, ich strebe in jedem Augenblick was nach Perfektion. Was schreibt er denn jetzt für eine Fanfiction hier? Das ist der Weg des hier. Ornn. Die Suche nach Perfektion ehrt den Künstler genauso wie sein Werk. Du ergießt zumindest keine heiße Luft wie dieser Ivern-Hippie immer. Ho, ho, ho. Ja, die zwei könnten noch ewig weiter über das Für und Wider von Ein- und Zweihänder-Philosophien sinnieren. Aber ich glaube, diese kleine Runde Barplausch sollte erstmal genügen, bevor die normalerweise friedliebenden Wesen anfangen, sich gegenseitig umzuhauen. Hahaha. Ha, ha, ha. Ja, bitteschön, viel Spaß mit deiner Fanfiction. Ich hoffe, sie gefällt dir. Ich habe nicht gesehen, dass der noch so ewig tot ist. My true beauty. Kann man den hier draußen überhaupt machen? So weit? Der ist ja out of vision. Warte, das geht? Na, das war schon ziemlich scheiße von dir. Wer spielt denn aber auch Gwen Jungle? Oh mein Gott, und dein Jungle war sogar ab. Na gut, wenn du unbedingt freiwillig throwen willst, dann bitteschön. Aber das ist wirklich ein Vollzeit-Jungle, der letzte Season Deer war. Das kannst du echt keinem erzählen. Legendärer Kokon, Lukas. Frames sind gerade irgendwie weg. Kann ich die wieder haben? Bitte? Uff. Ah, oh, schon belastend. Mein Gott, ich glaube, es wäre gleich abgelaufen. Ich habe es einfach mal gesetzt. Och. Gut, das ist einfach schon. Ich sehe auch 5-0, oh mein Gott. Das hat halt eben so confident gespielt, ich dachte, wäre voll gut. Aber der steht ja auch. ...04 einfach. Oh, es hat nicht den Backboard gecancelt und kein Stack für mich. Ich bin traurig. Boah, fallen aber links und rechts ist alles, was wir brauchen. Ach, das war doch klar, Lukas. Mach doch bitte die Augen auf.
Ja, sie cleared actually ihren Jungle, ich glaube das nicht. Muss actually meine eigenen Camps nehmen. Oh Yi, ich habe mein Yi mal gelassen diese Runde. In favor einer guten Damage-Komposition. Weil ich keinen Bock hatte gegen Vayne, Teemo. Ich habe fürs Team gespielt. Ich weiß, macht man eigentlich nicht als Streamer, aber manchmal muss das sein. Oh, eine schöne Shelly, du! Das sag ich doch nicht nein, nicht? Ja, da sag ich deutlich nein jedoch. Das ist jetzt leider dein Auftrag. Viel Spaß da oben. Warte, du machst die? Das war eigentlich... Oh mein, okay. No fucking way. Okay. Das wäre auch zu witzig gewesen. Eigentlich kann ich echt für das Leerobbe gehen, wa? Ein Seerobben-Engel. Was soll ich tun? Ich hatte gerade einen Bot als Support Taric. Soll ich jetzt erstmal was zu essen holen und versuchen zu entspannen oder direkt ins nächste Game einsteigen? Liebe Grüße, der furiose Phoenix. Listen up, furioser Phoenix. Stell sicher, dass du den Bot gemeldet hast und dein Reportschnitzel in der Tribunalpfanne brutzelt. Danach hol dir etwas zu essen, atme tief durch und dann erst steig wieder ins Game ein. Sinnvoll. Hast du Bock auf den Flame Grill? Denk dran, du bist kein Kebab-Dreher. Bleib cool wie ein Polarbär im Spätherbst. Schöne Waffeln. Warum genau hat jetzt Kebab-Dreher sein etwas damit zu tun? Oh. Oh, da hinten ist sie. Würde so gerne. Ich darf nicht. Ich weiß nicht, was wir gemacht haben. Aber wir sind tot. Oder Ghost. Hätte ich durchattacken müssen? Wow. Okay, sie tötet mich actually. Schlechter Spieler. Also ich. Der hat Spaß. Der hat Spaß. Elise ist ja ein decent Ausweichpick für dich. Naja, das Problem mit Elise und mir ist, dass ich echt nicht in 100% der Male gute Runden mit dir habe. Ich bin eigentlich echt scheiße mit ihr. Das war, glaube ich, nur Lucky diese Runde. Aber es ist wahrscheinlich der beste AP-Pick, den ich habe, ja. Was schlimm genug ist. Ich spiele lieber noch Nidalee, aber ich bin halt definitiv schlechter auf Nidalee. Was geht man denn danach? Sonjas? Sure, I don't care. Was ist das hier? Oh! So ein Knapper! God damn! Hallo! Esports Clown mit dem Raid. Vielen Dank. Hallo und herzlich willkommen bei wahrem Esports-Content, wo es um nichts geht als gute Zahlen und positive Ergebnisse. Wer in diesem Stream verliert, ist eindeutig nicht Esports. Also ich. Keine Ahnung, das war der schlechteste Pitch, den ich jemals gemacht habe, guys. I don't know, nimmt einfach den hier oder so. Ist das ein besserer Pitch? Oh! Perfekt. Das bin ich, wenn Gegner in meinen Yi kein CC reinpicken. Mehr kann ich gerade nicht bieten. Was war das denn? Das war ich, wie ich Timid böse auf den Arsch gehauen hab. Das ist Insider-Wissen, das kennen doch kaum welche, das Video. Oh! Joink. Wunderschön.
wollt ihr denn hier? Sollen wir das damit finishen oder was? Ah, okay, du willst, dass ich den Baron Buff gebe. Das ist tatsächlich sehr sinnvoll. Ah, unser Baron Buff ist gerade ausgelaufen. Natürlich. Oh, wir müssen eigentlich gehen, wa? Das war ziemlich bad. Da hätten wir mehr rausholen können, ohne Frage. Hä? Wieso wurde ich nicht weggenockt? Oh, ich bin die ganze Zeit im Spinnenform. Okay, hab das. Ich habe nicht eine Sache gemacht. Ich habe nicht mal einen Assist gekriegt. Ich dachte die ganze Zeit, ich wäre Spinnenform. Hab geacted wie in der Spinnenform, aber ich war Menschenform. Damn. Nächster Win. Doch noch E-Sport-Spieler. Glück gehabt. Panja hat das gut gemacht. Ich meine, haben alle gut gemacht, honestly.